Der 7. Wiener Gemeindebezirk Neubau, der 1850 in Wien eingemeindet wurde, war ursprünglich der 6. Bezirk und bestand aus den Teilen St. Ulrich, Spittelberg, Neubau und Schotenfeld. Jetzt wird es allerdings ein bisschen kompliziert, typisch wienerisch halt. Durch die Teilung des 4. Bezirks in die Bezirke 4 und 5 im Jahr 1861 war der 6. plötzlich der 7. Bezirk und kleine Teile von Alt-Lerchenfeld, Mariahöf und die Leimgrube kamen hinzu. Fertig war der Bezirk Neubau. Wohnen tut man allerdings am Neubau, wobei man in der heutigen Zeit den Bezirk vielleicht Altbau nennen würde. Aber man darf nicht ungerecht sein, heute ist der Bezirk zum Teil sehr liebevoll restauriert. Unzählige Betriebe waren im 7. Bezirk angesiedelt. Eine riesige Puppenfabrik, Seidenfabrikanten, Ofenbauer, die vom Pipperlofen alles bis zum Dauerbrandkamin hergestellt haben, Bronzegießereien, die die berühmte Wiener Bronze herstellten und am Spittelberg, allerdings nach ihrer eigenen Fantasie, die sogenannte Unterhaltungsindustrie. Ganz schön viel für so einen kleinen Bezirk, der drittkleinste übrigens. Oh, du bist wieder mal im Land? Ja. Kenn dich ja gar nicht mehr. Was macht die große, weite Welt? Sie dreht sich, wie immer. Wo bist denn? In Frankfurt. Meine Tochter geht da zur Schule. Ah, die muss ja auch schon fast erwachsen sein. Naja, weißt du, wie das ist. Mit 16 glauben sie, dass sie erwachsen sind. Das haben wir damals auch geglaubt. Ja. Den ultimativen Kick holt er sich aus dem Film. Seit 25 Jahren hat sich Filmkritiker Rudolf John diesem Medium mit Haut und Haaren verschrieben. Sein Büro zeugt von Begegnungen mit Hitchcock und Co., wovon andere nur träumen können. Was ihn an dieser Materie so reizt? Erstens einmal ist für mich jeder Film ein eigenes Leben. Je mehr Filme ich sehe, desto mehr Leben habe ich gelebt. So gesehen bin ich 1000 Jahre alt wahrscheinlich.1971 wird Heinz Maritschek Ensemblemitglied im Theater in der Josefstadt. Es sind vor allem die komischen Rollen, mit denen er seine größten Erfolge feiert. Geben Sie mir ein Zeichen. Irgendein kleines Zeichen. Was denn für ein Zeichen? 27 Jahre ist das Theater in der Josefstadt seine künstlerische Heimat. Dann verlässt er die Bühne. Als kochender Hobbydetektiv ist er jetzt seit 14 Jahren in der Fernsehserie Soko Kitzbühel äußerst erfolgreich. Ja, der Neubau war der Bezirk, wo ich aufgewachsen bin, also von meiner frühesten Kindheit bis zu meinem 14. Lebensjahr, und habe dort einige Schulen besucht. Bei mir waren das mehrere. Zuerst die Volksschule, die war direkt neben dem Haus, wir haben Ecke Seitengasse, Zieglergasse gewohnt. Dem Nebenhaus Zieglergasse 21 war die Volksschule. Da, die war relativ stabil, da bin ich die 4 Jahre, habe ich nicht gewechselt. Dann bin ich in die Kandelgasse gegangen, da war das RG 7. Dort haben sie mich nach einem Jahr hinausgeschmissen. Dann bin ich in die Hauptschule in der Zieglergasse 45 gegangen, oder 49. Dann wurde die geschlossen, dann war ich in der Stollgasse, dann war ich in der Neubaugasse. Also ich habe bis zu meinem 14. Lebensjahr, wo ich dann bin ich in die Handelsakademie am Karlsplatz gegangen. Bis dahin habe ich, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Schulen im Neubau kennengelernt. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich mein Leben lang darunter gelitten habe, dass ich in einem Bezirk namens Neubau geboren wurde, weil, wenn du sagst Neubau irgendwo in Berlin oder sonst irgendwo,
glauben die, du wohnst in irgendeinem Neubauviertel. Mhm. Ja? Also, so, ja, Satellitenstadt. Ja. Jetzt ist aber Wien ja, wie wir wissen, eine alte Stadt und auch Neubau ist ein alter Bezirk. Hat mich auch total irritiert von Anfang an, Neubau. Das, man denkt sich, also das, genau. Mhm. Und ja, gut, jetzt lebe ich in Mariahöf, das ist ein gescheiterer Name. Aber nur, du lebst 10 Schritte entfernt vom 7. Bezirk. Erstens und zweitens habe ich also die meiste Zeit meines Lebens im 7. Bezirk verbracht. Immer wieder zurückgezogen, immer wieder. Aber jetzt bist du abtrünnig geworden, sozusagen. Ich bin vertrieben worden aus der Westbahnstraße, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich muss sagen, also ich wohne seit Anfang 47 im Bezirk, also ich fühle mich in dem Bezirk immer wohl. Also ich wollte den gar keinen anderen. Du hast dich immer wohl gefühlt, auch wie wir miteinander in die Schule gegangen sind? Ja, aber keine Frage. Herrlich, alte Schulfreunde. Naja, freilich. Ja, wir sind miteinander in die Volksschule. Ja. Wo war die? In der Zieglergasse 21. Gibt es heute noch eine Schule? Die Lehrerin Bussek war das. Ja, die Gertrude. Also ihr wart gemeinsam in der Volksschule? In der Volksschule waren wir gemeinsam. Ja, wir waren in der Volksschule. 4 Jahre sind wir miteinander in die Volksschule gegangen. Ja. Haben wir uns auch gut verstanden. Haben wir sind einmal nebeneinander gesessen auch. Ich glaube ja. Aber wie gesagt, das aber ist das ein bisschen zu weit weg. Das glaube ich eher nicht. Aber verstanden haben wir sie ganz gut. Also. Ja, und wir waren auch, wie gesagt, wir waren Lieblinge von der Frau Bussek. Warum eigentlich? Weil wir so... Weil ihr so brave Buben wart. Ich musste sogar Gedichte aufsagen in anderen Klassen. Mhm. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und sich... Und war damals der Bezirk noch, habt ihr den so grau und trist in Erinnerung? Oder? Eigentlich schon. Wir reden jetzt war doch schon vor... Ja, sind 70er her, also 65 Jahre locker her. Wahrscheinlich wie ganz Wien überhaupt. Weil wir sind, wann sind wir in die Volksschule gekommen? 50er Jahre, ne? Sind 1950 in die Volksschule gekommen. Weil ich bin Ende 44 geboren und ich bin, hab müssen so eine kleine praktische Aufnahmeprüfung machen. Das weiß ich noch. Wo, in der Volksschule? Naja, weil ich bin mit 5,5 Jahren, weil ab 6 Jahren hat man erst in die Schule gehen. Ne? Ach so. Und bin im September ist die Schule angegangen und ich bin erst im Dezember auf die Welt gekommen. Also ich war 5,75 Jahre, da kann ich mich erinnern, da müssen wir zum Direktor gehen. Und das ist aber ganz gut gegangen. Du bist immer im Bezirk geblieben? Immer im Bezirk geblieben, ja. Unsere Hauptspielstätte war der Innenhof. Es gab so, es war das Eckhaus, Seitengasse, Zieglergasse mit 2 Eingängen. Da war die Gewerkschaft der Buchdrucker war in diesem Haus auch, wo es einen Kinosaal gab, wo ich auch manchmal hingegangen bin. Da wurden jeden Mittwoch alte Schwarz-Weiß-Filme gezeigt, sehr schön. Und der Hof, der sich gebildet hat in diesem, also in diesem Eckhaus, das war unsere Spielstätte. Also sind wir mit unseren Trittrollern gefahren, da haben wir unseren Fußball mitgehabt und so zur Freude der Hofbewohner. Also das war's. Das war eigentlich, weil zum Park musste man relativ weit und wie gesagt, die waren absolut unattraktiv, die Parks meiner Kindheit. Es war nur Schotter und Rasen, wo man nicht hinein durfte. Du bist in der Apollogasse aufgewachsen? Ja. Oder in der du bist später in die Westbahnstraße? Nein, ich bin dann, ich habe gewohnt in der Neubaugasse und in der Burggasse und eben auch in der Westbahnstraße. Zuletzt 10 Jahre bis vor 2 Jahren. Beim Supermarkt haben wir sie öfter noch getroffen und darum, weil du jetzt weggezogen bist, dann treffen wir sie auch nicht mehr. Ja, genau. So ist es, jetzt ist mir das ganz klar, okay. Und in der Westbahnstraße? Da habe ich ja oben am Dach gewohnt, das war wunderschön. Mit einem Blick über ganz Wien. Mhm. Die Wohnung war ein Juwel. Ja. Mhm. Und es war, ich glaube, du hast mir irgendwann einmal erzählt, es war vis-à-vis dort, wo Klimt ja auch gewohnt hat. Schräg gegenüber. Sehr schräg. 37 oder 39 oder 38? War Klimt, glaube ich. Klimt war 36. Weil es steht, mir ist das auch erst vor kurzem aufgefallen, so beim Durchgehen, dass da so eine... Und vorher auch in der Stuckgasse.
Hat auch jahrelang gelebt. Aber ich bin auch ein Klimt-Fan. Ja, Klimt. Ja. Der hat in der Stuckgasse gewohnt, auch jahrelang. Und auch in der Westbahnstraße auf Nummer 4, der Karl Michael Zierer. Ja. Ja, so. Zierer, also das, genau. das waren so die zwei Bezirkspromis. Ja, Zierer, der erinnert mich, da ist, glaube ich, ein schönes Schild, ein goldenes. Weil ich bilde mir ein, ich fahre ja oft im 49er, weil ich überhaupt meistens öffentlich fahre. Und wenn ich dann warte auf den 49er und ich bilde mir jetzt ein, dass wenn ich da schräg raufschaue in dieses Haus, auf dieses Haus, dass da so eine Zierertafel ist. So Ecke, Neubergasse, genau wo der 49er, da ist diese große Kurve. Genau. Ja, übrigens, weil Grau, Stadt ist Grau, das Volkstheater war ja viele Jahre lang sowas wie ein Schandfleck. Erstens einmal, weil es auch grau war und weil sie es nie neu gestrichen haben. Und zweitens, weil die Kuppel weg war. Mhm. Ja, die Kuppel ist im Weltkrieg ist die zerstört worden. Mhm. Und mein Freund und Chef, auch jahrelang mein Chef, die Kritikerlegende, Theaterkritikerlegende, Paul Blaha, der ist dann, nachdem er das Angebot gekriegt hat, Theaterdirektor zu werden, ist er dann Direktor geworden vom Volkstheater. Und der hat es bewirkt, dass diese Kuppel neu, und jetzt schaut es ja wirklich gut aus, ja, mit dieser Kuppel schaut es wieder noch was aus. Weil vorher hat es also nicht nach einem gescheiten Theater ausgeschaut, so ein bisschen ruinig. War das, ein Bombenschaden? Ja, sehr vernachlässigt. Die Schauspieler haben das nicht verursacht, wenn du das meinst. Nein, Gottes Willen hätte ich nie gemeint. Ja. Einem großen Rot-Weiß-Rot-Tanzorchester. Schöne Stimmen, schöne Weisen. Bitte melden! Meine Damen und Herren, hier ist der Ü-Wagen. Es meldet sich Herbert Meisel. Und diesmal aus dem 19. Bezirk. Vergnügt um 11. Ich habe sogar mal irgendwas vorgesprochen dort als Kind. Da gab es für irgendwas Kinder gesucht, für eine Sendung. Und ich bin dorthin und habe einen Witz erzählt, wo keiner gelacht hat und sie mich nur so verwundert angeschaut haben. Und ich bin wieder gegangen. Das war ein trauriges Erlebnis. Vielleicht sollte ich nur nachtragen, dass auch der Kurier natürlich im 7. Bezirk war. Ja. Natürlich, ja. In der Redaktion. Ich bin ja aufgewachsen im Schatten von diesem, ich habe nicht gewusst, dass ich da einmal arbeiten werde, aber ich bin aufgewachsen im Schatten dieses monströsen Waldheim-Druckereigebäudes. Und dann ist eben dieses Hochhaus gebaut worden. Mittlerweile ist das alles Vergangenheit.
Waldheim-Druckerei gepasst? Waldheim, das war eine Druckerei, eine große Druckerei, wo, glaube ich, der Völkische Beobachter gedruckt wurde. Ach. So lang, bis dann die Amerikaner dieses Gebäude umgewidmet haben und daraus wurde der Kurier. Ach so. Ja, die Amerikaner haben den Kurier gegründet und haben dann, also mit dem Polsterer, der eigentlich ein Mühlbesitzer war, haben die dann neu die Presse, eine freie Presse, haben die dann installiert. Und das hat sehr gut alles funktioniert, ja, das muss man schon sagen. Ja, da waren dann auch wiederum Legenden wie der Portisch und so weiter, haben sich verdient gemacht um die österreichische freie Presse. Aber natürlich, man hat vom Sender was erlebt, also der Rot-Weiß-Rot-Lied, und es war natürlich ein der Kurier daneben, war auch, wir haben einige Nachbarn bei uns im Haus gehabt, die dort als Setzer oder als Drucker gearbeitet haben, und das war auch so, also über das Kurierleben wusste man auch Bescheid, weil das in unmittelbarer Nähe von uns war. Da war ich unlängst dabei, wie sie das angerissen haben, das Redaktionsgebäude in der Lindengasse. Naja, traurig, für mich eigentlich auch irgendwie traurig. Mhm. Weil das war auch eben im Herzen der Stadt eine Redaktion, ja, nicht irgendwie an der Peripherie. Lindengasse, und da gibt es auch so einen schmalen Durchgang, oder? Genau. Lindengasse zur Seidengasse ist der Durchgang. Lindengasse, und dann ist der Durchgang auf die Neubaugasse. Da muss ich euch eine Geschichte erzählen. Okay. Ich habe gewohnt in der Neubaugasse genau gegenüber von diesem Durchgang, von dem du redest. Mhm. Ja. Und ich hatte einen Kater, der hieß Adabei. Ja. Und der Adabei, und das ist mehrfach verbürgt, ja. Der Adabei ist immer durch die Wohnung geflitzt, aber wenn er gewusst hat, dass ich komme, und kein Mensch weiß, woher der das gewusst hat, weil das war Intuition, ist er aufs Fensterbrett und hat hinuntergeschaut und 10 Sekunden oder 20 Sekunden später bin ich erst aus diesem Durchgang hervorgekommen. Im Ernst. Okay. Ja. Ernst. Also dass mehrere Personen haben das bezeugt. Er hat gewusst, ich komme, ohne zu wissen, die Zeit. Also natürlich, das war nicht immer die bei einem Journalisten gibt es das nicht immer die gleiche Zeit. Unglaublich. Also das war, aber der war auch sonst ein genialer Kater. Ja, ein genialer Kater. Okay, ja. 20 Jahre alt geworden. Also der Rudi dürfte ihn sehr geliebt haben, so genialer Kater. Schau, und das ist auch so schön, wenn man am Abend so durch den Bezirk geht, diese ganzen bunten Geschäfte und die bunten Lichter und so. Und der ganze Bezirk ist so bunt. Das ist richtig bunt, ja. Siehst du, da sind Wiener Bronzefiguren. Da hat es gegeben in Wien über 100 so Bronzgießereien. Und da lande ich 70 am Neubau, Bezirk Neubau, die solche Bronzefiguren gegossen haben. Schauen recht gut aus. Ne? Mhm. Und hier mein geliebtes Zuckerlgeschäft, das es auch schon ewig gibt. Die haben mir sagen lassen, seit 100 Jahren. 100 Jahre gibt es das. Gott sei Dank, dass es solche Sachen noch gibt, oder? Ja, das ist in Ordnung. Man kann echt nur hoffen, dass das ewig besteht. Es ist so herrlich. Und wie es da drinnen riecht, das ist unglaublich. Da will man gar nicht. Es ist so der Geruch von Kindheit und von allem. Das ist so schön. Genau. Das erweckt Erinnerungen, ne? Genau. Das Ganze. Bei uns im Hof, vom Hof hinten reingehen, war ein Kreisler, so ein richtiger Kreisler, wie man so eigentlich nur in Filmen sieht, wo so das Fassl mit der Schmiersaft neben die Bückel in Klänge sind. Und da wurde aufgeschrieben. Da hat jeder Kunde dort so, hat ja so ein Heft gehabt, der Herr Smeckerl, hat so eingeschrieben. Und am Monatsende hat man das gezahlt.
Ein wunderbarer Kreisler. Das ist ja, das Kreislersterben ist ja eine wirkliche. Und überhaupt, man hat zu all diesen, auch zu den, zum Gemüsehändlern, es war so, zum Trafikanten, es war so eine ungeheure Beziehung zu all diesen Leuten gehabt. Man hat mit denen sich unterhalten, die haben sich erkundigt, wie es in der Schule geht und so. Es war geil, also, wenn man denkt, dass man heute in einen Supermarkt reingeht und dann. Und das war diese Kommunikation. Der Händler und das der Kreisler, der Kohlenhändler, der Gemüsehändler. Es waren Kommunikationszentren auch. Man ist nie nur hineingegangen und hat was gekauft, sondern die Milchfrau, wenn man gekommen ist, hat eine Milch gekauft, wie geht's der Mama oder wie geht's deinem Bruder oder so. Also das habe ich sehr in Erinnerung, diese Kommunikationsfreudigkeit der Menschen. Sie haben wahnsinnig gern miteinander geredet. Also ich bin in der Wohnung meiner Großeltern aufgewachsen. Mein Großvater war Erfinder und der hat Sachen erfunden, die ganz toll waren, aber nicht spektakulär. Unter anderem hat er von diesen Schurchpasta-Dosen, ja, diesen Drehverschluss, das hat er erfunden. Also, okay. Ja. Und dann diese Schlappen, wo die Sohlen in Holz sozusagen modelliert sind, ja, die hat er auch erfunden. Jedenfalls hat er also mehrere nützliche Dinge erfunden und eines dieser Dinge hat ihm so viel Geld eingebracht, er hat immer gleich alles verkauft, die ganzen Rechte, ja. Mhm. Leider, ja, weil sonst würde ich vielleicht heute noch davon leben können. Und hat dann, weil er viel Geld hatte, meiner Großmutter ihren größten Wunsch erfüllt und hat ein Delikatessengeschäft in der Schottenfeldgasse gekauft und eingerichtet. Okay. Und meine Großmutter hat es ein paar Jahre lang geführt. Mhm. Und sie sagt, sein Beitrag war, dass er immer den Liebdauer selber sozusagen abgetrieben, hat man gesagt, gemischt hat. Ja. Was habt ihr gesagt? Den Liebdauer? Hat ihn abgetrieben. Ja, abtreiben, ja. Das habe ich zum Beispiel überhaupt noch nie gehört, diesen Ausdruck. Also in diesem Zusammenhang. In diesem Zusammenhang, ja. Also gut, das Wort ist in Verruf geraten, das Wort inzwischen. Ja. Also, okay. Und, aber das ist dann zu Grund gegangen, das Geschäft noch, also in der Zwischenkriegszeit. Und ich habe dann von einer Delikatessenhandlung in der Schottenfeldgasse. Ja. Was auch sehr, sehr den Bezirk für mich gerettet hat, ich habe in einem Haus gewohnt, wo im Keller ein Turnverein war. Es war der Wiener Arbeiter-Turnverein, war im Keller und ich glaube, ab meinem dritten Lebensjahr habe ich dort geturnt und ab meinem fünften Lebensjahr bin ich vom zweiten Stock auf den Händen zum Turnen gegangen und nach dem Turnen auf den Händen wieder zurückgegangen. So, und jetzt ist die Sache mit der Lora. Die Lora war ein Hund, eine Foxhahnhündin und mein Großvater hat die dressiert. Und zwar, das war das Gespräch vom ganzen Bezirk, weil die Lora konnte zum Beispiel auf einen Hydranten hupfen und so mit ihren Pfoten stehen, wie ein Gams, ja, so, ja, eng zusammen. Aha. Und verharren. Ja. Und dann ist mein Großvater, wenn das soweit war, weggegangen und hat gewartet. Und dann sind die Leute gekommen und gesagt, schau, und das arme Viech, und gibt es das überhaupt, und lebt das Viech, und so weiter und so weiter. Und wenn er sich genügend amüsiert hat, dann hat er pfiffen, dann ist die Lora über die Leute drüber gesprungen und ist mit ihm verschwunden. Weil die Leute geglaubt haben, der Hund ist abgerichtet oder darauf dressiert. Also teilweise haben sie nicht einmal geglaubt, dass er ist ausgestopft, weil sie sich nicht bewegt hat. Ja. Ja, und die hat dann Junge geworfen. Ich habe nur ein Foto, wo sie mit all ihren Jungen sitzt, sie für den Fotografen ganz still, was ja auch irgendwie ein Wunder ist. Das muss auch ein geniales Tier gewesen sein. Mhm. Ja, mein Großvater. Denke ich jetzt auf meinen Großvater. Auf jeden Fall, da trinken wir mit. Das ist gut. Auf den Großvater. Das gehört auf jeden Fall dazu. Prost, auf zum Wohl. Prost.
Ja, Großvater- oder Großelterngeschichten kann ich irgendwie keine erzählen, weil, wie gesagt, ich ja erst das 30. Jahr. Nein, wir erzählen was über den Spittelberg. Genau. Du musst schon in eine von diesen renovierten Biedermeierhäusern eingezogen sein. Genau, also es ist, weil das war ja, glaube ich, damals das Thema 75 oder so, wollte man das ja alles komplett schleifen, abreißen. Ja, 76, und gab wohl auch schon Pläne für komplette Neubauten. Ja. Große das sind die, ja, die liegen, glaube ich, sogar heute noch irgendwo auf. Genau. Also das gibt es heute noch. Genau, das kann gut sein. Ja. Auf alle Fälle habe ich irgendwie, hat mir jemand erzählt, da gab es also riesige Anrainerproteste und überhaupt die ganzen Wiener Künstler. Hat dann so richtig, auch medial, also glaube ich, so eine Welle des Unmuts. Und dann haben sie sich besonnen. Und haben das Amerlinghaus wurde besetzt, angeblich. Ja, die Besetzung vom Amerlinghaus. Das war überhaupt die Zeit von dem Haus. Ein schönes Biedermeierhaus auch. Naja, kann schon sein. Ja, kannst du dich echt an das erinnern, dass das Amerlinghaus besetzt war? Ja. Nicht alle Bewohner des Spittelbergs sind über das Amerlinghaus erfreut. Manche Anrainer beklagen sich über den Lärm und stehen insbesondere den jugendlichen Besuchern des Amerlinghauses mit Ablehnung gegenüber. Das Amerlinghaus ist ein Betrieb, der auf Hilfe für andere da ist, der auf Unterstützung, der eine Gemeinschaft bieten will, der überhaupt nicht asozial ist oder irgendwas ist, sondern das sozial ist. Das sich total einpasst in uns. Das ist, solche Amerlinghäuser sind notwendig, die sind wichtig für uns. Ich weiß nicht, dass die Leute das als unwichtig hinschauen. Ich meine, alle Frauen, die den ganzen Tag nichts zu tun haben, in der Zeitung beim Toto verlieren oder so, die schauen sie die ganze Zeit runter vom Fenster oder irgendwas sammeln, Material für gegen das Amerlinghaus, dass das wegkommt. Ich weiß nicht, wieso solche Leute das tun. Es kommen aus den verschiedensten Kreisen Jugendliche. Wir haben Lehrlinge da, die in der Umgebung arbeiten. Wir haben Schüler, die herkommen, um eben diese AKW-Geschichten da zu machen, Besprechungen abhalten. Wir haben einige Arbeitslose, Lehrlinge, die fertig geworden sind und jetzt in der Luft hängen. Am Abend, wenn sich das Beisel füllt, kommen oft zwei Ungarn, die seit langer Zeit am Spittelberg wohnen. Sie sind alte Freunde, streiten sich unentwegt und machen Musik. Aber da war damals, Gott sei Dank, auch der gewisse Kommerzialrat Fröhlich, der in der Breitegasse das Lokal gehabt hat, das Annaberg. Die Witwe, der dann wie hat das heißen? Breitegasse, Annaberg? Also Annaberggasse, in der Breitegasse Lokal, der hat vier Töchter gehabt. Und der war verheiratet und der mit hat der Stadträtin Sand. Die dann Vizebürgermeister geworden ist. Und der hat sich fest dafür eingesetzt, dass der Spittelberg nicht geschliffen wird. Wahnsinn, das ist ein Beispiel für geniale Koalition. Ja. Sie war Ein Rot-Schwarze, das ist eigentlich einer der wenigen Mal, wo die Rot-Schwarze Koalition herrlich funktioniert hat, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen. Ein Stück altes Wien soll verjüngt werden. Es geht um den Spittelberg, einst Wiens legendäres Vergnügungsviertel, das einer kosmetischen Operation unterzogen werden soll. Die um fast 200 Jahre verzögerten Sanierungsarbeiten sollen das Spittelbergviertel, das einen alten typischen Vorstadtcharakter erhalten hat, zu einem Schmuckkästchen Wiens machen. Autofahrer werden sich die Schönheiten dieses Gebietes nicht erschließen können, aber nach der Entrümpelung der Höfe sollen für die Fußgänger zahlreiche Querverbindungen geschaffen werden. Wien wird dann um eine Fremdenverkehrsattraktion reicher und um einige hundert vernachlässigte und unhygienische Wohnungen ärmer sein. Ein Stück liebenswerter Vergangenheit, an dem sich auch noch die nächsten Generationen von Wienern erfreuen sollen. Aber wie gesagt, nochmal mit dem Spittelberg, also das war ein Schade gewesen, um das Ganze. Nein, das kann man sich nicht vorstellen. Also wenn man da heute durchgeht, wie an das Herz lacht über diese wunderschönen Fassaden und diese idyllische Stimmung, die da herrscht. Ja, es sind Barockfassaden, Biedermeierfassaden, es ist wirklich ein Traum.
man sollte nicht vergessen zu erwähnen, dass es natürlich das Hurenviertel war von Wien, ja, im 18. Jahrhundert. Und dass sogar unser lieber Kaiser Josef, der ja also ein wirklich toller Monarch war, ja, der hat dort Josef der Zweite. Josef der Zweite, ja, meine ich ja, Entschuldigung. Ja, Josef der Zweite, der also seine Bürgernähe, auch zu Bürgerinnennähe sozusagen. Und den haben sie ja dann, weil er sie so ungebührlich aufgeführt hat, haben sie ihn rausgeschmissen. Genau, aus der Witwebeute, da steht der Heide in dem Haus zum Weißen Löwen oder so, glaube ich, heißt das. Der noch auf der sein Bogen. Ja, durch dieses Tor als Bogen ist Kaiser Josef II. geflogen. Ist das genau. Du eine, dann halt nicht daneben. Ich bin ein armes Mädel, ich muss davon leben. Nachdem das wohl dort solche Ausmaße angenommen hat, weil eben, wie gesagt, in jedem zweiten Haus und in nahezu jedem Haus waren da irgendwelche, ja, Frauen, die irgendwie da gewisse Dienste verrichtet haben. Und das muss das ist ja so nobel, das ist ja ganz toll, ja. Und das muss ja so überhand genommen haben, dass dann eben der Josef II., wo du gerade die Bogengeschichte erzählt hast aus der Witwebolte, hat sich dann überlegt, das muss ein Ende haben, da muss man jetzt eingreifen und ist auf die glorreiche Idee gekommen, das K&K Patentamt in der Gutenberggasse anzusiedeln. Weil dann würde das alles gut werden, hat er gedacht. Er hat aber das irgendwie völlig falsch eingeschätzt. Schon so, okay, genau, weil die honorigen Herren Beamten, K&K Beamten, haben das natürlich recht lustig gefunden, was sich da so abspielt am Spittelberg. Und da hat sogar dann einen wirtschaftlichen Aufschwung. Also es wurde noch viel ärger, als es vorher jemals war. Das ist alles nur teurer geworden. Ja. Und ich weiß jetzt aber gar nicht, also ich habe irgendwo gelesen, dass das dann eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg eine ziemlich verruchte Gegend war. Na ja. Und dann hat es... wohl abgenommen. Gut, jetzt, und Schauspieler waren da. Seit 30 Jahren. Also gut... Ist das eine wirklich untadelige Geschichte? Tadellos. Ja. Na, du wär wirklich, was wäre Wien ohne Würstel und ohne einen Würstelstand? Du hast eigentlich recht, ja. Aber wenn du, weiß nicht, ob du das weißt, dass die Frankfurter Würsteln am Neubau erfunden worden sind. Nein. Mhm. Und zwar in der Neustiftgasse auf 111 von der gewissen Fleischermeister Lana die Rezeptur der Frankfurter Würstchen damals erfunden. Und seitdem gibt es Frankfurter Würstchen von Neubau in Wien. Aber mir konnte überhaupt noch niemand erklären, warum die bei uns Frankfurter und in Frankfurt Wiener, also keine Ahnung. Das Geheimnis kann ich da nicht sagen. Wird sich wohl nie lüften, ha? Hm? Naja, wir lassen es uns schmecken. Na, aber Hauptsache das... Die Rezeptur ist in Ordnung und schmecken dann auch. Also so ist es. Kann man nichts sagen dagegen. Ne? Mmh, ein Altwiener Würstelstand. Jawohl. Herrlich. Eltern. Ja, denke die Tapeten. Ja, das ist Nostalgie pur. Ne? Mehr geht echt nicht. Ja, das war also. Obwohl die Decke ist wahrscheinlich, die ist irgendwie 60er Jahre, 50er Jahre. Ja, sicher. Ja, die ist nicht original, die Decke. Ja, dann nicht, aber durch den blauen Engel, den man da hätte, ist nicht als blauer Engel. Ja. Liegt der Stahl da. Mhm. Einmalig. Einmalig. Dass sowas noch gibt. Ah, Wahnsinn, hä? Eines der wenigen alten klassischen Kinos noch in Wien. Da ist wirklich die Zeit stehen geblieben. Wirklich, hä? Gibt's keine kaum noch. Kinos mehr, ja. Traumhaft. Ja.
mein Lieblingskino war das Erika-Kino, weil da jeden Samstag eine Nachmittagsvorstellung war. Aber es gab auch das Marie-Theresien-Kino in der Neuparkgasse, das Admiral-Kino in der Burggasse. Und ich war schon als Kind natürlich ein leidenschaftlicher Kinogeher. Ja, das Non-Stop-Kino war auch so eine oft aufgesuchte Lokalität am Neubau. Eigentlich ist das überhaupt ein Filmgrätsel, man muss das schon sagen. Der siebte Bezirk war der Filmbezirk. Es waren fast alle Verleiher, Filmverleiher im siebten oder sind es noch. Mhm. Es sind die Institutionen, die Viennale ist im siebten Bezirk und so weiter und so weiter. Also das ist die ganzen Institutionen, die mit Film zu tun haben, sind hier. Mhm. Ja. Konstantin, glaube ich, war die erste, wenn mich nicht alles täuscht. Alle sind immer noch da. Goldene Zeit des Stummfilms in Österreich. Die Ateliers waren ausgebucht. Im Wiener Filmviertel rund um die Neubaugasse wurden die Milliarden verteilt. Und im Café Elserhof, das heute noch Treffpunkt der alten Filmhasen ist, wurde der neueste Tratsch ausgetauscht. Professor Heinz Hanus, Filmregisseur seit 1908, erinnert sich an die Hochzeit des österreichischen Films. In den Nachkriegsjahren des Ersten Weltkrieges hat die österreichische Filmindustrie bereits einen gewaltigen Aufschwung genommen. In den 7 großen Ateliers wurden an die 75 abendfüllende Filme und an die 100 kleine Lustspiele und Kulturfilme erzeugt. Hier war es wohl auch notwendig, dass in allererster Linie für die Filmschaffenden Grundlagen für ihre Arbeitssicherung und ihre Existenz geschaffen wurden. Der Filmbund. Es gab das Café Elserhof, wo ich dann so ab meinem 12., 13. Lebensjahr zum Billardspielen hingegangen bin. Weil die hatten ein Großbrett, wo also Dreiband gespielt wurde und wo der regierende Weltmeister Scherz oft am Nachmittag war. Der war ein sehr netter Mann und hat sich meiner angenommen und hat mir immer so zugeschaut, wenn ich gespielt habe, und hat mir wertvolle Tipps gegeben. Das gibt es auch schon seit ewig. Und es ist auch eigentlich ein das sehr gut Einzige. Geführtes, sehr, sehr nettes Kaffeehaus. Also meine Frau, weil sonst, Biefke, ja, aber nein, die liebt es. Ja, das Café Westend. Ja, hat sie mit dem Café Westend angefangen, sich mit der Wiener Kaffeehauskultur anzufreunden. Jetzt geht es in alle. Aber ich glaube, dass die einer der Ersten war, oder überhaupt das Erste, dass sie lieben gelernt hat. Weil da ist sie öfter dort eingekehrt. Du hast eh schon viele Geschichten erzählt. Naja, was mir halt ganz einfällt, weißt du? Naja, ich weiß nicht, dann würde ich sagen, gehen wir schon langsam, oder? Sehr langsam, ja. Ein bisschen was kann ich dann erzählen. Mhm. Weil ein bisschen länger bin ich da schon beziehen. Sicher. Naja, gut. Aber gut, dann okay. Würde ich sagen, los geht's, oder? So. Na, machen wir. So, Wiedersehen, wenn wer da ist. So, Madame, bitteschön. So, wo geht's hin? Wir werden wahrscheinlich dann da runtergehen. Und abgesehen davon, also da war vorne einmal, ein Stückchen weiter vorne, war einmal ein Kinderfreibad. Da am Gürtel? Ja, so bei der Seidengasse in der Höhe. Aha. Und da waren wir es geschaffen, kann man sich halt nicht mehr vorstellen, dass da ein Kinderfreibad war. Aber das war, und da war der Bezirk halt vertreten. Und da waren nur Kinder? Waren nur Kinder, ja. Und, und da waren Tanten. Ne? Die Eltern haben uns angegeben dort. Ach so. Und die Tanten haben uns dann... Also wie Kindergarten? Ja, so auf die Art. Ne? Aha. Und da war es auch nicht groß, das Bad. Aber es war im Sommer, damals zu der Zeit, in die 50er Jahre, war das ja, war es auch nicht unangenehm. Ne? Also, na, wirklich unvorstellbar, ja. Da jetzt mitten am Gürtel. Okay. Okay, dann gehen wir da, dass wir überall raus. Ne? Gut.
Kinderfreibad, wie gesagt, da ist man zu Fuß, also zu Fuß sowieso, aber überhaupt in der Badehose weggegangen vom Haus und ist durch die Seitengasse hinauf bis zum Gürtel. Und zwischen den beiden Gürteln, dem Innen- und dem Außengürtel, war das Kinderfreibad. Und da ist man im Sommer, wenn es schön war, ist man dorthin gegangen. Ohne Geld hat man keins gebraucht. Und wenn man Durst gehabt hat, gab es auf der Strecke 3 Hydranten. Die konnte man pumpen und da kam das herrliche kalte Wasser raus und dort hat man seinen Durst gestillt. Wim Berger, dem immer so den Opernball des kleinen Mannes und solche Veranstaltungen gehabt. Und die Pensionisten haben dort so Fasching gefeiert. Und das war, ja, der Wim Berger war ein sehr, sehr, sehr umtriebiges Hotel, wo sehr, sehr viele Veranstaltungen passiert sind für die Leute. Wurde auch sehr angenommen. Einkaufen, Frauen, Ja, Shopping, im siebenten Bezirk waren ja auch große Kaufhäuser, Warenhäuser. Ja. Gern groß. Gibt es noch immer, aber halt nicht mehr ganz so. Genau, am Herzmanski. Herzmanski. Und ich habe da auch kürzlich Fotos gesehen, die waren ja nachgebaut, den großen Pariser Kaufhäusern. Ja, Lafayette und unglaublich und so, schön. Ja. Und ich finde schön, dass in der Stiftgasse auf der Seite, so auch schräg vis-à-vis vom Haupteingang der Kaserne, noch das alte Portal von Herzmanski ist. Genau, das gibt es noch. Das gibt's noch. Also jetzt Peek und Cloppenburg. Da ist jetzt, glaube ich, ein Kaffeehaus drinnen. Genau. Und man kann zu Peek und Cloppenburg hineingehen. Genau, ja. Genau. Und da ist und noch das alte Schwarz-Gold. Genau. Aber das ist wunderschön. Ist eigentlich ein bisschen, finde ich, ein bisschen verschenkt. Ja. Sehr so verschenkt. Wie, ja. Da müsste eigentlich so ein rot-weiß-rotes Fahnen davon. Ja, wirklich. Aber ich sehe oft Leute, die da stehen bleiben und sagen, ah, schau, da oben, Herz Mansi, das ist ja unglaublich schön. Ich kann mich noch erinnern an diese goldenen Freitreppen im Kaufhaus. Ja. Im Herzmanski, pompöse Freitreppen, die da in den ersten Stock geführt haben. Und es war also wirklich prachtvoll und kostbar. Ja, gern groß. Ja. Für Waren aller Art. Ich hätte es gerne noch kennengelernt, wie es noch alt war, also
der Urgerngross, früher wie er entstanden ist. Das ja, muss er 1979 ist er leider abgebrannt. Da hat er müssen fast vollkommen erneuert werden. Die größte Brandbekämpfungsaktion der Wiener Feuerwehr seit dem Zweiten Weltkrieg begann gestern gegen 22.40 Uhr. Bei Schweißarbeiten an einer Rolltreppe war die Kunststoffverschalung in Brand geraten. Die Versuche, den Flammen mit Handfeuerlöschern beizukommen, schlugen fehl, sodass man schließlich, allerdings viel zu spät, den Feuerwehrnotruf betätigte. Mit ungewöhnlicher Geschwindigkeit breiteten sich dann die Flammen im Kaufhaus aus, sodass schon nach Eintreffen der ersten Löschmannschaften zusätzliche Einsatzkräfte an die Katastrophenstelle gerufen werden mussten. Das große Warenangebot, unter anderem an Kunststoffen, Spraydosen, leicht brennbaren Kleidungsstücken und so weiter, machte den Einsatz lebensgefährlich. Weiter verschärft wurde die Situation durch Windböen, Schneetreiben und schließlich durch lange Zeit unkontrollierbare Gaszuleitungen. Vor allem in den oberen Stockwerken führten diese Gegebenheiten zu hohen Temperaturen bis zu 1000 Grad und zu Rauchschwaden, die in benachbarte Wohnobjekte eindrangen, was bei manchen Mietern Panik auslöste. Die Mariahilferstraße hat sich ja sehr geändert. Der untere Teil der Mariahilferstraße ist ja ein Boulevard geworden. Das war es ja in meiner Kindheit natürlich nicht. Da war der Herzmanski und der Gerngross. Und das war es ja mehr oder weniger. Mein Sohn sagt, für ihn ist der 7. Bezirk überhaupt, er ist lieber im 7. als in der Innenstadt oder so. Das ist, und er hat etliche Freunde von ihm, die sich alle dort in der Nähe, in dem Kretzel, also es offenbart ist für die jungen Leute, ist vielleicht auch, weil dieses Museumsquartier an anderen Stellenwert hat und von ihnen besucht wird. Im Rahmen der österreichischen GIF-8-Bewegung wurde im Messepalast eine Ausstellung Kampf dem Unfall veranstaltet, die beim Publikum lebhaften Anklang fand. In einer Gruppe werden die Gefahren der Hausarbeit geschildert und die häufigsten Verstöße gegen die Sicherheit im Haushalt an den Pranger gestellt. Ein anderer Raum ist der Unfallverhütung in den Industrie- und Gewerbebetrieben bestimmt. Hier zeigt ein laufendes Bildband, welche Folgen ein Unfall nach sich ziehen kann. Der Unfallverhütung im Verkehr hat die Straßenbahn einen besonderen Raum gewidmet, in welchem der Besucher selbst Motorführer spielen kann. Neben diesen Bildern, Modellen und Tafelwerken wird auch praktische Erziehungsarbeit geleistet. Im Hofe des Messepalastes wird anhand einer markierten Kreuzung das richtige Verhalten im Straßenverkehr geübt. Sie quälen die Kreuzung und benutzen nicht den Schutzweg. Sie gefährden sich ja selbst. Sensor dunkel rechts, wären Sie links gegangen, wäre Ihnen das nicht passiert. Uiuiui. So, und da war in meiner Kindheit der Chris Kindlmarkt, der hat sich bis zum Volkstheater, war der. Also die ganze Flucht? Die ganze Flucht, und das war sehr idyllisch. Das kein Verkehr und also wirklich alles. Ja, wirklich, also wir sind da gern hergegangen. Der traditionelle Christkindlmarkt befindet sich vor dem Messepalast. Seine 120 Marktstände sind ebenso viel Anziehungspunkte für staunende Kinderaugen. Die Geschichte dieses Vorweihnachtsmarktes lässt sich 672 Jahre zurückverfolgen. Vor 65 Jahren wurden die Buden und Standeln zum ersten Mal elektrisch beleuchtet. Damals fürchtete man schon, dass der technische Fortschritt die Poesie des Christkindlmarktes beeinträchtigen würde. Die Furcht war grundlos. Kinderaugen strahlen auch im elektrischen Licht.
Was die Erwachsenen an Trauer und Schrecken erlebt haben, das soll den Kindern erspart bleiben. Jedes Weihnachtsfest lässt diesen Wunsch neu erstehen. Und während erfüllbare Wünsche die Kinderaugen erglänzen lassen, fragen wir uns stets, warum der Wunsch nach Frieden und Ruhe in dieser Welt jedes Jahr aufs Neue geäußert werden muss. Es sind billige Dinge, die hier erstanden werden können, aber sind sie auch billig, so sind sie doch begehrenswert. Schöne Ulrichsplatz, ha? Aber wie gesagt, wie du sagst, die Stirn, die ist schon so lang. Du, ewig. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass das überhaupt jemals offen war. Dieser Haupteingang. Ja, okay, müsste der auch, ja. Wahrscheinlich wird das renoviert oder keine Ahnung. Nee, warte, das schade, ist so lang. Weil, schau mal, wie riesig die Kirche eigentlich ist. Mhm. Wenn man so davor steht, das unterschätzt man eigentlich, wenn man nur so vorbeirennt. Da kommt man sich wirklich winzig vor, ja, los, gell? Ja. Ja. Komisch, dass die so lange im Dornröschenschlaf eigentlich jetzt schon ist. Ja, möglicherweise, ja. Genau, und das ist ja eigentlich mehr Berg als der Spittelberg sogar. So ist ja sicher. Ja, richtig steil. Berg, ja. Aber du hast doch gesagt, dass ihr als Kinder hier so viel gerodelt seid. Auf der anderen Seite. Ach so, drüben. Drüben. Ja. Ach so. Das war das, die steigen wir da. Ah, mit Kurve. Und das war die mit ominöse Kurve. Und noch steiler ein bisschen, gell? Nein, ich weiß jetzt, würde ich nicht sagen. Aber das war das allein, was da oben und dann. So, weil da war ja das noch nicht. Ne? Da war vorne bei der Dings war so ein Schranken da aufgestellt. Ne? Und da war es dann aus. Ne? Aber das war trotzdem leibend. Ne? Super. So schön. Aber wie gesagt, mit viel Schnee war das dann mit einem der Wetzter. Sicher und so idyllischer, gell? Ja, schaut schon ganz gut aus. Ist echt schön. Da das mittelalterliche Haus und da drüben das schöne Barockhaus. Die schauen auch und innen ist leider mit den Innenhöfe, was denn mit den Außenbalustraden und Ja, wunderschöne Innenhöfe. Ja. Am St. Ulrichsplatz, von oben gesehen rechts, steht neben dem heutigen Pfarrhof ein reizendes Häuschen. Kokett schiebt es sich in den Vordergrund, prunkt wie ein Juwel. Ulrichsplatz Nummer 2. Winkt mit Fähnchen und weiß, dass es eine Kostbarkeit ist. Zur Zeit Maria Theresias tat Fischer von Erlach ihm die Ehre an, den ersten Stock zu bewohnen. Damals hieß es noch zu den 12 Himmelszeichen. Aber die Embleme sind verschwunden und niemand weiß wohin. So verschweigt es seinen Namen, will nicht genannt, wohl aber angeschaut werden. Gar nicht verschämt, dass die Zeit seiner Fassade schon Runzeln eingegraben hat. Aus krummen Dachluken schaut es zur St. Ulrichskirche hinauf. Es war einmal Pfarrhof und im vorigen Jahrhundert noch Pfarrschule. Höre ich nicht Lärmgemurmel wie einst? Bloße Erinnerung. Die Schulkinder gefährden heut höchstens manchmal die Scheiben des Antiquitätengeschäftes zu ebener Erd. Ihr, meine Freunde, aber habt gelernt, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ihr wollt es nicht bei der Fassade bewenden lassen und sei sie noch so rokoko, so fein gegliedert, so kokett. Drum lasst die Schnörkel und konzentriert euch auf die Mitte, das Tor, den Eingang. Denkt euch, es sei früh am Morgen. Feucht und kalt empfängt uns das Eingangsgewölbe. Der offene Hof spendet erstes weißliches Licht, noch buckeln sich fröstelnd die Pflastersteine. Der Ulrichsplatz, glaube ich, das war die Kernzelle des 7. Bezirks, glaube ich, gelesen zu haben. Dass kann der Ulrichsplatz sozusagen die Urzelle. Das kann sein, weil da gibt es auch auf der Seite von der Burggasse eine Art Pestsäule, oder? Vor das der Kirche. Auch genau auf der Burggasse. Ja, genau, dort, wo er reingefallen ist. Da hat liebe Austin, die Geschichte kennst du? Nein. Ja, doch, ich kenne die Geschichte schon. Die Pest, ich weiß, wo du gefallen, irritiert, weil ist er noch da drinnen. Blieb, besoffen ist reingefallen, natürlich voll. Ja, und ist dann in der Früh ausgekräut und hat völlig unangefochten und uninfiziert, hat er dann sozusagen weiterhin sein Bänkellieder. Sänger, getrieben. Sie verlebt Bänkellieder-Sänger. Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt. Ja. Das ist gruselig. Der gefällt mir. Das ist ein Liebling. Nein, nur, ich war nur irritiert, weil eben das Denkmal von ihm ja unten auf dem Platz ist. Kellermanngasse. Nicht? Genau. Aber das haben sie überhaupt, glaube ich, verrückt. Das war ja ursprünglich, ein Bronzedenkmal, ein sehr schönes Bronzedenkmal. Ich kenne Fotos davon. Und jetzt haben sie ihn irgendwie, glaube ich, in Beton oder so. Nein, aber jedenfalls, das wurde eingeschmolzen im Krieg, um daraus Kanonen zu gießen oder was weiß ich.
Die Schmauswaberl. Was hast du? Was? Das ist von der Schmauswaberl. Also die Schmauswaberl war ein Lokal, das vom Hof, von den Banketten und von den Tafeln im Wiener Kaiserhof die nicht gegessenen Reste, und das war relativ viel, ja, weil nämlich, man musste nämlich bei der Tafel aufhören, wenn der Kaiser aufgehört hat zum Essen, mussten alle anderen auch das Essen einstellen. Und der Kaiser war kein großer Esser. Das heißt, der hat ein bisschen was gekostet und zack, ja. So. Und das, was diese unfassbaren Mengen, die da übergeblieben sind, die wurden zur Schmauswaberl gebracht, zur Wiederverwertung, was ich ja genial finde. Ja. Und die Wiener, die nicht viel Geld hatten, konnten dort von der kaiserlichen Tafel das gute Essen essen. An sich eine legendäre Institution. Ja. Also toll. Wie und sehr sozial. Tafel oder sowas. Ja, wie sowas, genau. So. Damals schon vorweggenommen. Toll. Gut, gell? Und es gab eines der besten Gasthäuser meines Lebens, Ecke Schottenfeldgasse, Seidengassen, das von einer burgenländischen Familie aus Stob, der Familie Horvath, betrieben wurde und wo mein Bruder und ich täglich nach der Schule unglaublich verköstigt wurden, weil unsere Eltern waren beide berufstätig. Also sind wir nach der Schule ins Wirtshaus gegangen. Ich war ein relativ normaler Esser, aber mein Bruder war ein leidenschaftlicher Esser. Und jedes Mal, wenn er mit seiner Portion fertig war, ist die Wirtin gekommen und hat gefragt, ob er nicht vielleicht noch ein bisschen was möchte. Und er hat immer Ja gesagt und dann stand so wirklich an der Ecke von der Wirtsstube die Familie Horvath, die Mutter, der Vater und der Sohn, der im Service war, und haben meinen Bruder beim Essen zugeschaut und haben sich irrsinnig gefreut, dass sie einen Gast gehabt haben, dem es so schmeckt wie meinem Bruder. Und dann, wenn man heute sagt, dass früher mal ein 48er, was heute Bus schon jahrelang ist, dass das einmal eine Straßenbahn war, die hin und her gefahren ist. Wo ist die gefahren? In der Burggasse ist die gefahren, hin und her, der 48er. Stadt ne? Auswärts. Stadt auswärts. Eine Straßenbahn durch die Burggasse? Straßenbahn, ja, hin und her gefahren. Ne? Es ist auch auf der Möwenstraße eine Straßenbahn gefahren. Der 52er, ja. Aber das genau, 52er und das 48er. Ich, ja, das kann ich bin noch dann noch erinnern. Gefahren ja. Nach Schönbrunn, ihr müsst euch das vorstellen. Ich glaube, wenn er durch die Neubaugasse heute geht, ja. Da ist einmal ein Tramway hin und her gefahren, das glaubt er ja keiner. Ja. Nicht? So, und da, liebe Susanne, da ist das Haus. Da wohne ich seit 1947. Und in dem Haus war eine kleine Schlosserei. Und in dieser Schlosserei habe ich 25 Jahre gearbeitet. Die hat es dann im Gips nicht mehr. Und dieser Bereich war mal eine Markthalle. Wo jetzt der Park ist? Wo dieser Park ist, war eine Markthalle. Und da haben wir es einfach war schön einkaufen können. Du hast alles drinnen gehabt: vom Kreisler, Fleischhocker, Blumengeschäft, Gemüsegeschäft. Also war alles drinnen. Also war recht angenehm. Und aus welcher Zeit war diese Markthalle? Was war das? Jahrhundertwende? Ja, Jahrhundertwende. Alles vor der Jahrhundertwende. Das waren Bauten ja. 1880, 1890 ja. Etwa so. Also aber nur am Spittelberg ja. Gibt es noch schöne Barockhäuser. Und ein bisschen in der Neubaugasse. Ja. Und am Ulrichsplatz, das eine schöne Barockhaus. In unserem, sagen wir das so, in unserem Bezirk. Ja.